Moin Moin und hallo StarCraft-Fans, es heißt mal wieder Road to Diamond hier mit mir, eurem Nightshade, und wir spielen gegen Wutfuk Last Legion. Der Gute spielt Terran, wir spielen Zerg, und ich glaube, gegen Terran wird so langsam ein Hass-Matchup. Ich hasse Terraner, ich hasse Tanks, Tanks sind scheiße. So, jetzt habe ich's gesagt, ich mag die Dinger nicht, und Tors sind genauso. Ja, ich mag die Teile nicht. Mal schauen, ob es so weit kommen wird. Ja, ich werde versuchen, hier schon im Early Game ein bisschen Druck aufzubauen. Am Anfang heißt das jetzt natürlich erstmal Drones bauen. Und ihr wisst, Leute, ich bin gehypt, ich bin pumped, ich habe so Bock auf StarCraft. Es macht mir immer noch Spaß, was echt verwunderlich ist, nachdem ich wirklich sowas von auf die Schnauze bekommen habe jetzt einige Male. Aber irgendwie habe ich trotzdem Lust drauf, und ich glaube, das macht... Das zeigt doch schon mal, wie gut das Spiel ist, oder? Wenn man verliert und man hat trotzdem Bock drauf. Und ich weiß, ich verliere nur, weil ich es nicht drauf habe. Aber ich merke auch, ich werde mit jedem Spiel besser. Zumindest ist das so meine Illusion. Kann natürlich sein, dass dem nicht so ist. Wenn ja, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Könnt ihr reinschreiben, Nightshade, Noob, ja. Hör auf mit StarCraft, du kannst es doch eh nicht. Aber mal ganz ehrlich, ich würde trotzdem weiterspielen. Das bockt sich, das macht einfach Spaß. Auch wenn ich es nicht kann. So. Die ersten Drohnen sind schon mal fertig. Es läuft eigentlich ganz gut. Bis jetzt noch kein Scout von ihm, was mich ein bisschen wundert, aber okay. Mal schauen, der könnte natürlich noch kommen. Es ist die Frage, gehe ich jetzt auf schnelle... Ja, ich gehe auf eine schnelle Expansion. Um genau zu sein, ich werde versuchen, auf drei Bases zu kommen. Mal gucken. Da kommt der Scout, okay. Kann natürlich sein, dass der jetzt versucht, mir hier unten die Base wegzunehmen. Sehr wahrscheinlich sogar, dass er das versucht. Wenn er das macht, ist das auch nicht schlimm, dann holen wir uns halt eine andere. Nein, ich schaff's tatsächlich, dass das Ding durchkommt. Perfekt! So muss das laufen. So, er weiß jetzt natürlich, dass ich die Fast Expansion spiele. Die Frage ist, was macht er mit der Information? Noch steht die Unit einfach da, macht nichts. Gut. Er zieht ab. Das ist ja schon mal gut. So, wollen wir direkt ins Spawning Pool. Dann, dass wir hier mehr Mineralien kriegen. So, und dann als nächstes brauchen wir wieder den Overlord. Ja, wir fliegen hier mal drüber, schauen mal. Er hat hier auf jeden Fall schon mal zugemacht, das war mir fast klar. Schauen, ob die Exe sich schon geholt hat. Nicht so aus. Okay. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich drauf gehen. Das ist doof. Deswegen brauche ich direkt noch einen. Ich werde jetzt schauen, dass ich hier auf die dritte Basis komme. Wie gesagt, ich möchte zügig auf die dritte Basis gehen. So, perfekt. Das lief jetzt eigentlich auch ganz gut. Oh, der kommt sogar weg. Nice. Hätte ich gar nicht. Damit habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht gerechnet, dass der wegkommt. Also ist das schön. Super. So, da legen wir hier, das legen wir hier hin. So, alle Hatcheries haben wir. Bauen wir hier schon mal die erste Queen. Hier unten dann auch, sobald ich das nötige Kleingeld habe. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe jetzt eigentlich eine ziemlich gute, einen ziemlichen Vorteil gegen ihn, dadurch, dass ich jetzt drei Basen habe. Ich habe, um ehrlich zu sein, gedacht, dass er sich eine zweite Base holt, hat er jetzt nicht gemacht. Hier mal ein bisschen Base Defense, sicher ist sicher. So, und jetzt brauchen wir erstmal mehr Mineralien hier. Erstmal. So, hier geht die hier runter. Hier habe ich jetzt gerade 18 an den Mineralien, das ist ein bisschen zu viel. Da gehe ich jetzt mal halt, bring das noch zurück. So, perfekt. Die erste Queen ist fertig. Die zweite Queen ist auch fertig, sehr schön. Sehr schön, das läuft doch alles ganz gut. Das Teil ist auch fertig. Jetzt brauchen wir mal kurz ein paar Zerklinge, sobald die Overlords da sind. Einfach um zu sehen, ja, was der Gegner tut. Hier machen wir auch schon fertig. Ja, sehr gut sieht das aus. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir mehr Mineralien kriegen.
So, ich benutze jetzt die Zeitklinge gleich, um hier ein bisschen zu scouten. Schauen, ob da irgendwie was kommt. Einfach jetzt versuchen, hier so ein bisschen die frühen Rushes so ein bisschen abzuwehren. Das ist jetzt mein Ziel. Oh, was heißt frühe Rushes, ne? Inzwischen habe ich hier jetzt auch schon einiges zusammen. Aber ich gehe halt, wie gesagt, jetzt erstmal auf Economy. Ob das eine gute Idee ist, wir werden sehen. Ha, das sieht man schon, das sind Marines, okay. Das heißt, ich muss jetzt so langsam auch gucken, dass ich mal ein paar Einheiten zusammenkriege. Ich gehe jetzt hier auch direkt auf Roaches. Hier vorne brauche ich jetzt auch erstmal noch eine defensive Struktur. Bis die Roaches fertig sind, mache hier das leer und pump hier weiter Worker als fürs Erste. Na, ist mehr Mineralien, desto besser. Ich gehe jetzt immer noch auf Mineralien. Dadurch, dass er jetzt da noch nicht rausgerannt ist. Wir nerven hier noch ein bisschen. Ich schinde jetzt gerade nur Zeit, ja? Ich versuche jetzt gerade Zeit zu schinden. Na, da ist er. Hat einen Medivac, okay. Ja, gut. Sichern wir uns hier hinten mal noch kurz ab. Perfekt, das Ding haben wir fertig. Und jetzt brauchen wir erstmal ein paar Roaches, um uns abzusichern. Sehr gut. Das läuft. Ihr geht mal hier rein, bitte. Da haben wir jetzt gerade auch 18. Dann können wir auch das hier noch nehmen. Geht alle hier hin. Brauchen wir noch einen Ovi. Airdev hier. So, sieht ganz gut aus. Hier machen wir jetzt das Upgrade, dass unsere Roaches schneller rennen können. Und auch das erste Tech-Upgrade kommt hier direkt hinterher. Dicht gefolgt vom zweiten. Da er hier jetzt gerade nicht kommt, gehe ich immer ein bisschen nach hinten. Ja, das ist einfach so ein bisschen für mich als Absicherung hier gerade. Geht hier rein. Hier geht hier rein. Geht hier rein. So, und jetzt mal hier ganz schnell. Zack. Ressourcen pumpen. Sieht ganz gut aus für mich im Moment gerade. Er scannt mich, glaube ich, schon wieder, oder? Hat er mich gerade gescannt? Das sah, glaube ich, so aus. Hier hole ich mir noch ein bisschen das Kingas. Hier auch. Hier alle hier hin. Brauche ich noch einen Overlord. Mich wundert ein bisschen, dass noch nichts kommt. Aber ich habe jetzt gleich eine ziemlich krasse Eco. Muss man einfach sagen. Und ich werde jetzt hier einfach anfangen, gleich Roaches en masse zu bauen. Sobald die Overlords fertig sind. Darauf warte ich jetzt gerade noch. Komm schon, ich brauche mal Overlords. So, jetzt habe ich auch noch die Speed. Das ist sehr gut. So, das alles mal hier fort, zack, hier gleich wieder injecten, injecten, injecten. Hier hin mit euch. Ein Overseer nehmen wir mit. Ja, der kommt ja mit in die Gruppe. Läuft ganz gut, würde ich sagen. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal jede Menge Economy. Ihr seht schon, mein Geld. Ich mache jetzt auch gleich noch einen Makro-Hatch. Schau hier auch, dass ich Hydralisken kriege. Und jetzt kommen die Roaches. En masse. Er sieht nicht, was ich habe. Das ist gut. Er hat jetzt hier unten gerade gescannt und weiß auf jeden Fall mal, dass ich da unten einen Roach Warren habe. Mehr weiß er jetzt aber erstmal nicht. Das ist nicht ganz gut für mich jetzt im Moment gerade. Und wenn die alle fertig sind, dann bewegen wir uns mal hier in die Mitte und schauen mal, ob er vielleicht sich hier schon was genommen hat. Ja, da werden wir schon angegriffen. Okay, da müssen wir wohl noch ein paar nachschieben. Ist natürlich die Frage, ob er hier
Ja, da hat er meins, okay. Jede Menge Worker, aber die sind für mich ja kein Problem. Und mein Jungs strömt da auch gleich hinterher, von dem her absolut wild. Sehr schön. GG, das war's schon. Ja, das war ja easy. Da habt ihr gesehen, ja, ich habe einfach eine viel bessere Economy gehabt. Ich hatte 3 Basen voll saturiert. Ich konnte da jetzt einfach pumpen, was geht. Und das liebe ich so an Zirk. Ja, ich hatte, es waren jetzt 11 Minuten. Ich hätte eigentlich meine Army schon komplett maxen können. Sehr schön. First Zirk Win of the Day. Das ist doch wunderschön. Wir sind auf Division Rang 5 nach oben gerutscht. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja? Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Euer Nightshade. Ciao.